Mit Liquid Sky könnt ihr selbst auf uralten Rechnern topaktuelle Spiele in hoher Qualität spielen. Ich stelle euch mal diesen genialen Dienst vor. Rechner in der Cloud sind ja eigentlich ein alter Hut. Ich verbinde mich über eine Remote-Software auf einen Rechner in der Cloud und kann darauf arbeiten etc. Liquid Sky geht da einen anderen Weg und richtet sich an Gamer. Man erhält quasi einen Gaming-PC, einen hochgerüsteten Gaming-PC in der Cloud. Und das soll dann den Bürorechner hier, wie ich ihn hier habe, der ziemlich, der hat keine Grafikkarte, der ist ziemlich alt von der CPU her, spieletauglich machen. Das klingt faszinierend und ich zeige euch jetzt mal, ob das wirklich funktioniert. Vielleicht kurz mal zur Erklärung. Liquid Sky selber befindet sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung und seit kurzem ist jetzt eine neue Beta-Fassung des Clients erhältlich, in dem die Entwickler nochmal an der Performance geschraubt haben etc. Das ist jetzt momentan nur für Windows erhältlich. Später wird es auch noch eine Version geben für iPad und Mac-Rechner. Das heißt, ich werde dann auch auf dem iPad oder auf dem Mac Spiele spielen können, die eigentlich für Windows entwickelt worden sind. Ich habe hier jetzt einen aktuellen Client, der ist verbunden mit Servern in Frankfurt. Wir haben als wenige in Deutschland die Möglichkeit, Liquid Sky so zu testen, dass es halt wirklich auch in der Nähe ist. Also wir sind ja hier in München, die Server stehen in Frankfurt, das heißt, die Verbindung ist relativ kurz, die Entfernung ist relativ kurz. Das sorgt dafür, dass die Pingzeiten natürlich relativ niedrig sind und das sorgt für einen optimierten Spielgenuss. Wie sich das auswirkt, das zeige ich dann später. Aber um euch jetzt mal einen Überblick zu geben, also ich habe hier mein Bürorechner, der ist schwach ausgestattet, der hat eine ältere Intel Core i5 CPU drin, da ist keine richtige Grafikkarte drin, da ist also nur eine GPU auf der CPU drin. Das heißt, zum Spielen taugt das eigentlich nicht. Und wie sehr dieser PC nicht zum Spielen taugt, das demonstriere ich euch einfach, indem ich mal eine Partie Counter-Strike Global Offensive starte. Und ja, das dauert jetzt, deswegen machen wir mal einen kurzen Schnitt. Für euch ist jetzt eigentlich nur ein kurzer Augenblick vergangen. Ich habe jetzt hier ewig lang gewartet, bis das Spiel überhaupt gestartet ist. Ich habe jetzt ein Match gestartet. Das Spiel läuft jetzt lokal auf meinem Bürorechner, also mit der Hardware, die in diesem Bürorechner steht. Und die ist halt, wie gesagt, ziemlich schwach. Jetzt habe ich das Arsch, wollte ich schon sagen, erschossen. Aber ihr seht, da kommt kein richtiger Spielspaß so richtig auf. Ich könnte jetzt die Entwicklerkonsole öffnen. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. Es sind so um die 20 FPS, also eher weniger als mehr. Und es ruckelt und es huckelt. Ich kann auch mal die Grafikeinstellungen zeigen. Das Spiel hat automatisch ziemlich niedrige Grafikeinstellungen ausgewählt. Also wir haben hier Schattenqualität sehr niedrig, gut, einige sind auf hoch, aber letztendlich sind alles, was so optisch Spaß macht, wurde automatisch abgeschaltet. Und dennoch ist das Spiel so in der Form auf meinem Bürorechner jetzt nicht spielbar. Beziehungsweise mir wird es keinen Spaß machen. Jetzt zeige ich euch aber mal, was passiert, wenn ich dasselbe Spiel in Liquid Sky auf dem Rechner starte. Ja, und dazu bin ich jetzt wieder auf den Desktop gewechselt und ich habe den Liquid Sky Client ja schon gestartet und ich starte jetzt meinen virtuellen Gaming-PC. Ich wähle hier den Pro-Rechner, der besitzt 4 GB GPU-RAM, besitzt 6 CPU-Kerne, 16 GB Arbeitsspeicher und die Entwickler garantieren ja 60 FPS bei 1080p. Deswegen starte ich meinen Pro-Rechner. Den habe ich schon eingerichtet und das dauert jetzt ein paar Augenblicke, bis der gestartet ist. Ein bisschen vielleicht was zum Preismodell. Es gibt eine werbefinanzierte kostenlose Fassung und es gibt dann auch noch eine Fassung, ein Abo-Modell, wo ich $9.99 im Monat zahle und dafür erhalte ich 2400 Credits. Mit diesen 2400 Sky-Credits sind eine virtuelle Währung, mit der ich diesen Dienst bezahle. Und zwar fallen bei der Nutzung von diesen Modus, in dem ich den Spiele-PC jetzt betreibe, 2 Sky-Credits pro Minute an. Das heißt, ich kann 1200 Minuten spielen im Monat, ohne noch zusätzlich was bezahlen zu müssen. Oh, mein Rechner ist gestartet. Was euch vielleicht auffällt, es ist ja eine Windows 10-Oberfläche. Das ist mein Rechner, den habe ich vorhin schon eingerichtet. Das heißt, wenn ich ihn schließe und wieder öffne, ist alles so, wie ich es vorher hatte. Ich habe in dem Tarif, den ich hier jetzt habe, also in diesem Monatstarif für 9,99, 500 GB Festplattenspeicherplatz und auf diesem Windows 10 Rechner habe ich Steam vorinstalliert, aber ich kann auch Origin installieren oder oder ein Spiel einfach so installieren. Das ist jederzeit möglich. Ich starte jetzt mal mein Steam, habe hier Global
Counter-Strike Global Offensive, starte das Spiel in dem Rechner. Das dauert wieder ein paar Augenblicke. Ich könnte es übrigens auch mit einem Controller spielen. Also wenn ich ein USB über USB an den lokalen Rechner das anschließe, dann könnte ich das auch in Liquid Sky dann nutzen, den Controller. So, jetzt startet das Spiel. Das dauert jetzt noch ein paar Augenblicke. So. Ja, schon bin ich drin. Also man merkt schon, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen flüssiger als vorhin schon. Ich starte eine Partie. Ich wähle jetzt einfach mal wie vorhin einfach irgendein Level aus. Und klicke auf Go. Jetzt haben wir 19 Sekunden Zeit, ehe sich das Spiel verbindet. Ich kann euch jetzt mal ein paar Funktionen zeigen. Ich kann natürlich jetzt einfach mit F11 in den Vollbildmodus schalten. Oh, jetzt beginnt das Spiel schon. Das warten wir jetzt kurz nochmal ab oder ich gehe nochmal in F11 und falls euch das aufgefallen ist, die Maus ist jetzt gelockt. Wenn ich F12 drücke, ist sie wieder gelockt in dem Spielebildschirm. Wenn ich wieder F12 drücke, dann kann ich auch außerhalb des Bildschirms gehen. Ich habe hier die Liquid Sky Option. Hier sehe ich meine aktuelle Anzahl an Sky Credits. Hier habe ich noch Anpassungsmöglichkeiten von dem Controller für die Qualität 720 oder 1080p. Und hier kann ich meinen Sky-Computer ausschalten, aber das will ich ja jetzt natürlich nicht. So, jetzt drücke ich wieder F12, bin in dem Spiel, drücke F11, bin jetzt im Vollbildmodus. Na, jetzt hat er die Maus verschluckt, jetzt ist er drin. So, aber man merkt gleich, es ist hier alles doch flüssiger und jetzt bin ich in dem Level drin. Da habe ich eine dicke Wumme und kann tatsächlich auf meinem Bürorechner über diesen Remote Liquid Sky PC in einer spielbaren Art und Weise Counter-Strike spielen. Und ich bin genauso gut und schlecht, wie ich in einem Spiel wäre auf einem richtigen Gaming-PC. Habe ich ihn erschossen? Sorry. Oh, jetzt wurde ich erschossen. Aber man sieht, also sobald ich, vielleicht könnt ihr das verfolgen, wenn ich jetzt die Maustaste drücke, also der reagiert auf meine Befehle, wenn ich die Springtaste. Es ist eine kurze Verzögerung, das muss ich zugeben. Es gibt eine kurze Verzögerung, die ist allerdings nicht spielentscheidend, wie ich finde. Und man kann halt richtig zocken. Ich zeige euch jetzt mal die Grafikeinstellungen, die hier aktiv sind, gehen die Video-Settings und wir sehen, wir haben hier Full HD und mit allen Einstellungen auf High oder Very High und mit allen Extras, die es so gibt, die aktiviert sind. Und das läuft alles ziemlich flüssig. Ich gehe nochmal hier in diesen Modus. Es läuft alles nur in diesem Fenster. Ich muss nochmal mit F12 die Maus entlocken. Also ihr seht, der Rechner wird kaum beansprucht. Ich starte mal den Task Manager. Obwohl also vollständiges Spiel im Hintergrund läuft über Liquid Sky, ist kaum eine Beanspruchung zu sehen an den Rechnerressourcen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Liquid Sky letztendlich alles, was berechnet wird, über die Server erledigt und letztendlich nur ein Videostream an den Client gesendet wird, der schließlich bei mir landet. Der Clou an der Sache ist, dass alle Eingaben, die ich mache, natürlich zunächst einmal an die Server gesendet werden müssen, dort verarbeitet werden müssen und dann wieder zurückgesendet werden müssen als Ergebnis. Und das funktioniert halt so schnell, dass durchaus flüssiges Spielen letztendlich möglich ist. Da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was für eine Internetgeschwindigkeit brauche ich. Also die Liquid Sky Macher empfehlen eine Internetverbindung mit mindestens 20 Megabit pro Sekunde für 1080p und 60 FPS. Wenn es 720p reichen, dann reicht auch eine 5 Megabit Leitung, sagen die Entwickler. Das habe ich daheim getestet. Ich habe allerdings nur eine DSL 100er Leitung. Also ich hatte keine Probleme. Die Pings nach Frankfurt sind auf jeden Fall von München aus super und auch aus Augsburg aus, wo ich es privat probiert habe, auch super. Da ist also keinerlei Problem zu sehen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal weitere coole Sachen, die mit Liquid Sky möglich sind. Und dazu wechsle ich jetzt einfach mal auf den Desktop. Ich beende jetzt mal das Spiel hier innerhalb des Clients. Das mache ich am besten, indem ich einfach Alt-Tab, ich schieße das Spiel einfach ab. Und ja, Liquid Sky, die Server stehen in Frankfurt. Ich habe eine unheimlich schnelle Internetverbindung. Wie schnell diese Internetverbindung ist, zeige ich euch jetzt mal einfach an der Hand
des Speedtestfast.com von Netflix. Und da seht ihr, ja, momentan 790, 810, jetzt geht es rauf auf 910. Müsste es raufgehen, das heißt, war bei den frühen. Okay, jetzt ist aber 890 stehen geblieben. Zum Vergleich mal eine Verbindung, die ich hier lokal habe auf dem Rechner. Dazu starte ich mal denselben Benchmark hier lokal auf PC und da seht ihr jetzt die Geschwindigkeit. Was heißt das jetzt? Ich habe Counter-Strike Global Offensive vorhin auf dem lokalen Rechner über unsere Internetleitung installiert. Das sind ungefähr 6 GB und das hat 25 Minuten gedauert. Auf Liquid Sky unter Steam habe ich das gleiche Spiel ja nochmal installiert. Das hat 3,5 Minuten gedauert. Ja, für 6 GB ist das nicht schlecht, oder? Das heißt natürlich, wenn man letztendlich unterwegs ist oder daheim ist und nur eine Internetverbindung hat, die gerade so noch ausreicht, um Liquid Sky zu nutzen, Liquid Sky dazu nutzen kann, um schneller zu surfen, weil es wird ja nur das Videosignal übertragen, ich surfe ja auf dem entfernten Rechner und dort ja deutlich schneller, als ich dann wahrscheinlich daheim surfen könnte. Das ist natürlich ein Vorteil, es ist natürlich nicht der Hauptzweck dieses Dienstes, aber immer ein netter Nebeneffekt. Und es hat, wie gesagt, schon den Vorteil, dass ihr, wenn ihr bei Steam Gigabyte große Spiele runterladet, einfach euch kurz zurücklehnen könnt, einen Espresso trinken könnt und selbst 30 Gigabyte Spiele innerhalb von wenigen Minuten fertig installiert auf dem Rechner sind. Ich habe hier zum Beispiel ein anderes Beispiel, das möchte ich euch vielleicht auch noch zeigen, um ein bisschen zu demonstrieren, wie gut eigentlich die Qualität ist. Ich starte jetzt mal einfach The Witness, auch in der höchsten Qualität. Würde hier auf meinem Bürorechner lokal gar nicht laufen. Ich habe es jetzt mal schon mal angespielt in dem Liquid Sky Rechner. Schalte jetzt hier mal auf Vollscreen. Ihr seht, das Spiel ist sofort geladen. Bin ich jetzt im Vorbild? Nein, ich bin nicht im Vorbild. Jetzt ist das Spiel im Vorbild. Und ihr seht, ich kann jetzt das Spiel sofort spielen auf dem Rechner. Es ist jetzt ein bisschen behäbig, aber das liegt natürlich an dem Spiel. Wer The Witness kennt, der weiß, dass alles ein bisschen behäbiger ist in dem Spiel. Ich muss ja viele Rätsel lösen, aber ich habe jetzt hier sofort Zugriff auf das Spiel und kann einfach weiterspielen, dort, wo ich zuletzt aufgehört habe. Und wenn ich später im Zug oder daheim auf meinem Surface Pro 4 zum Beispiel weiterzocken möchte, ist das auch kein Problem. Das ist dann auch möglich. Ich bin fasziniert, welche Möglichkeiten Liquid Sky bietet, um unterwegs auf schwachen Kisten wirklich top aktuelle Spiele zu spielen. The Witcher 3, Black Mesa oder wie sie alle heißen, Dark Souls 2. Auf meinem Surface Pro 4 war es kein Problem und hier könnte ich theoretisch im Büro auch den ganzen Tag auf dem Bürorechner diese Spiele spielen. Den ausführlichen Test zu Liquid Sky findet ihr auf pcwelt.de in dem verlinkten, in der Beschreibung haben wir den Artikel verlinkt. Da findet ihr auch weitere Details, wie der Dienst genau technisch funktioniert, welche Kosten anfallen, in welchem Stadium sich die Entwicklung befindet. Und dort findet ihr auch mein persönliches Fazit nochmal in ausführlicher Form. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen des Artikels und bis zum nächsten Mal.